Also, noch geschwind ein Wort zu dem im Hintergrund laufenden Holder A440. Hat man ja vor ein paar Wochen den A550 schon erklärt. Das ist jetzt praktisch der kleine Bruder mit dem Dreizylinder-Deutz-Motor drin. Getriebe und so weiter ist alles gleich. Der hat nur den Dreizylinder-Deutz, auch einen 1011er. Ja, wie man sieht, für kleinere Sachen ziemlich gut geeignet. Vorne original Holder-Mähwerk dran mit 1,60 Meter Schnittbreite. Mäht ziemlich sauber, ist zwar schon alt, aber richtig gut. Ja, die Maschine hat 38 PS. Für kleinere Sachen völlig ausreichend. Ja, und wie man hier zum Beispiel sieht, Vollkabine, das hat man bei dem 550 nicht. Das heißt, der hat auch eine Heizung verbaut. Frontscheibe zum Aufklappen, hinten eine Schiebescheibe drinne und feste Türen. Also was heißt fest? Man kann es ja aufmachen, aber kein Fenster aufmachen.